Okay, fangen wir an. So. Herzlich willkommen zur Vorlesung Ökonomische Analyse des Rechts 2. Ich kann nicht lauter sprechen, sonst bin ich in 5 Minuten heiser. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zur Vorlesung Ökonomische Analyse des Rechts 2. Ich kann nicht lauter sprechen, aber hier vorne sind noch diverse Plätze frei. Okay, ich fange einfach mal an. Bevor wir in die Vorlesung einsteigen, gibt es natürlich diverses Organisatorisches zu besprechen. Bevor wir einsteigen, gibt es diverse organisatorische Sachen. Vielleicht ganz kurz, wer bin ich? Mein Name ist Sangmin Park. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet von Herrn Wangheim, also Grundlagen des Rechts, Privatrechts und Ökonomik des Rechts. Ich bin Volkswirt, ich habe studiert in Tübingen und in Mannheim, habe 2 Kinder und falls ich mal spontan anfange, Quatsch zu erzählen oder spontan einnicke, dann sind im Zweifel die beiden in irgendeiner Weise verantwortlich. So. Vielleicht ganz kurz noch zu mir. Ich habe an der EBS kurz gearbeitet, dann an der Philipps-Uni Marburg, ganz kurz an der Uni Hamburg und seit 2010 bin ich hier an der Uni Kassel gelandet. Meine Forschung befasst sich hauptsächlich mit der empirischen Institutionenökonomik. Was das genau heißt, werden Sie genauer kennenlernen, als Ihnen wahrscheinlich lieb ist in dieser Vorlesung. Kontakt, ganz wichtig. Wenn Sie Fragen zum Inhalt oder zur Organisation des Kurses haben, stellen Sie diese Fragen bitte in einem entsprechenden Moodle-Thema. Ja, also ich habe da ein Diskussionsforum angelegt. Wenn Sie solche Fragen direkt per E-Mail an mich stellen, werde ich entweder gar nicht antworten oder antworten, bitte stellen Sie die Frage im Forum. Warum? Das hat 2 Vorteile. Erstens, falls Sie alle die gleiche Frage haben und mir alle eine E-Mail schreiben, dann müsste ich ja theoretisch allen einzeln antworten. Das heißt, eine Antwort für alle reicht. Zweitens, der Vorteil, wenn wir sowas im Forum klären, gibt es immer die Chance, dass Sie die Frage auch einfach untereinander schon klären können, bevor ich zum Antworten komme. Ne? Natürlich, wenn Sie irgendwelche persönlichen Angelegenheiten haben, die nur Sie betreffen, können Sie mir jederzeit eine E-Mail schreiben, park@unikassel.de. In der Regel antworte ich relativ schnell. Ja. So, vielleicht zum Konzept der Vorlesung. Vielleicht haben Sie schon mal ins Infoblatt reingeschaut. Das Konzept dieser Vorlesung ist ein bisschen anders als was ich bisher gemacht habe oder was Sie vielleicht bisher gemacht haben. Vielleicht erzähle ich einfach kurz, was das Konzept ist und dann können wir alle Fragen klären. Es läuft so, Montagnachmittag lade ich die Vorlesung, also die Vorlesung, mein Input hoch auf meinen YouTube-Channel. Sie haben hier den Link zur Playlist, den Link zur Playlist gibt es auch auf Moodle. Das heißt, die Vorlesung, mein Input an sich gibt es nur online. Und freitags werden wir dann Fragen, die Sie dazu haben, Ihrerseits besprechen und Übungsaufgaben, die ich für Sie mitbringe, zusammen durchgehen. Dieses Konzept hat meiner Ansicht nach fast nur Vorteile. Erster Punkt, Sie können mich auf Pause stellen. Also, ja, ich bin kein großartiger Redner. Ich kann nicht zu jedem Thema hier tolle Anekdoten erzählen und es irgendwie jedes Thema sehr spannend darstellen. Also, das Schöne ist, wenn ich Ihnen die Vorlesung nur online bereitstelle, können Sie mich auf Pause stellen. Wenn Sie was nicht verstanden haben oder kurz was nachschlagen möchten, können Sie mich auf Pause stellen, was nachschlagen. Sie können mich auch zurückspulen. Ja?
In einer typischen Vorlesung, wenn Sie irgendwas nicht mitbekommen haben, dann müssen Sie Ihren Nachbarn kurz fragen oder die Hand heben. Das hält entweder die Vorlesung auf oder Sie bekommen die nächsten Sekunden nicht mit. So können Sie mich einfach auf Pause stellen oder mich zurückspulen. Sie können die Vorlesung oder bestimmte Teile anschauen oder wieder anschauen, wann Sie möchten, in Ihrer Zeit. Das ist in Ihrer Verantwortung. Sie können besser Fragen zu spezifischen Stellen stellen. Aber aus pädagogischer Sicht, der allerwichtigste Punkt ist, Sie können die Zeit, die tatsächlich dafür reserviert ist, dass ich und Sie zusammen in diesem Raum sitzen, so produktiv wie möglich nutzen. Nämlich zur Beantwortung von spezifischen Fragen und Bearbeitung von Gruppenarbeiten. Ja? Also, wenn ich Ihnen hier 4 Stunden lang was erzähle mit Frontalunterricht, dann ist das sehr unproduktiv. Genau, deswegen machen wir das so. Vielleicht noch diverse technische Aspekte. Ich habe hier ein paar Links angegeben. YouTube-Videos haben ja die Eigenschaft, dass Sie sie typischerweise nur online einschauen können. Für manche Leute kann das unpraktisch sein oder manche Leute, keine Ahnung, möchten das gerne irgendwie in der S-Bahn auf dem Weg hierher sich anhören oder so. Für die gängigen Browser, Firefox und Chrome, gibt es ganz einfache Add-ons. Die habe ich, die können Sie einfach per Google finden. Add-ons, mit denen Sie die Videos runterladen oder in irgendeiner Weise konvertieren können. Und es gibt, ich bin noch ein großer Fan der Open-Source-Software Miro. Damit können Sie YouTube-Videos direkt runterladen und sortieren und so weiter und auch konvertieren in Audiodateien, wenn Sie möchten. Wenn Sie technische Probleme haben, immer sofort an mich schreiben im Forum. Weil ich möchte nicht, dass irgendjemand ein Nachteil entsteht, nur aus rein technischen Gründen. Noch Details. Ich werde versuchen, statt die ganze Vorlesung auf einmal thematisch unterteilte Segmente aufzunehmen, sodass es nicht immer ein 3-Stunden-Video ist, dann ist es leichter für Sie zu sehen, an welcher Stelle Sie vielleicht nochmal was gucken möchten oder spezifische Fragen stellen möchten. Die richtige Reihenfolge der Videos ist sichergestellt mit einer Playlist. Also ich habe auf YouTube eine Playlist angelegt und es wird dann in der richtigen Reihenfolge werden die einzelnen Vorlesungssegmente hochgeladen. Kann ich Ihnen auch kurz zeigen. Sieht dann ungefähr so aus und hier unten erscheint dann quasi die Playlist. Das Ziel ist dann, oder am Ende des Semesters wird es dann so sein, dass die Playlist, die Sie verlinkt bekommen haben, enthält dann quasi die gesamte Vorlesung. Und Sie können dann die Stellen wiederholen, die Sie möchten. Wenn Sie wirklich mal eine Frage zu einer spezifischen Stelle haben und Sie im Moodle-Forum besprechen möchten, lohnt es sich, die Stelle zu verlinken. Das geht so, wir sind jetzt hier irgendwo im Video an irgendeiner bestimmten Stelle. Dann machen Sie Rechtsklick auf das Video und dann ist da das zweite Item sagt, copy video URL at current time. Ne? Und damit erstellen Sie quasi einen Link zu genau dieser Stelle am Video. Das fügen Sie dann im Moodle-Forum ein und dann ist es total einfach für uns, über die gleiche Stelle zu sprechen und auch für Ihre Kommilitonen nachvollziehbar, an welcher Stelle Sie ein Problem haben. Theoretisch könnten wir auch mit den YouTube-Kommentaren arbeiten, aber ich würde fast befürworten, dass wir uns auf das Moodle-Forum beschränken, weil dann ist es gebündelt an einer Stelle und ich muss nicht hin und her schalten. Und im Moodle-Forum können wir wirklich thematisch die Themen voneinander trennen. Ja? Während hier in den YouTube-Kommentaren können wir das nicht. So, Sie können die Videos auch offline schauen, habe ich Ihnen schon erklärt. Entweder können Sie mit Firefox oder Chrome Add-ons die Videos sich runterladen, konvertieren oder mit Miro können Sie das auch.
Ich sage es gerne nochmal, bitte geben Sie immer sofort Feedback, wenn irgendwas nicht klappt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich weiß, das hier ist für viele vielleicht was Neues. Ja, aber tatsächlich soll es Ihnen das Lernen erleichtern und nicht erschweren. Was die Folien angeht, ich lade die Folien immer so weit auf Moodle hoch, wie ich in der Vorlesung gekommen bin. Und typischerweise weiß ich das auch erst am Ende der Vorlesungsaufzeichnung, wie weit ich kommen werde. Genau, und damit ich nicht ständig separate Dateien anlegen muss, werde ich dann anstreben, quasi den Foliensatz pro Kapitel am Ende komplett hochgeladen zu haben. Ja, also Sie haben dann am Ende des Semesters zum Thema 1, empirische Forschung, haben Sie dann einen kompletten Foliensatz, den ich dann erweitert habe und ergänzt habe. Und dann haben Sie einen zweiten Foliensatz zu, keine Ahnung, Coase-Theorem oder Eigentumsrechte und so weiter. So, vielleicht haben Sie auch gemerkt, dass ich hier Notizen habe, von denen ich die meiste Zeit ablese. Klar, die stelle ich Ihnen auch zur Verfügung. Ja, es gibt keinen Grund, Ihnen das nicht zur Verfügung zu stellen. Ja. Und wie schon gesagt, freitags, was machen wir freitags? Freitags werden wir zuerst alle inhaltlichen Fragen der Vorlesung vom Montag davor besprechen. Ich kann natürlich Fragen besser beantworten, die ich vorab bekomme. Also wenn Sie schon vorher irgendwie ein Moodle-Thema anlegen und da irgendwelche Unklarheiten posten, kann ich mich besser vorbereiten. Ja, aber ich weiß auch, dass Sie natürlich einen sehr vollen Stundenplan wahrscheinlich haben, hoffentlich, und vielleicht erst kurz vorher dazu kommen, die Vorlesung zu gucken, wenn überhaupt. Und ja, wenn Ihnen während der Freitagssitzung irgendwelche Fragen einfallen, können Sie die auch spontan stellen und wir versuchen dann so gut wie möglich die zu beantworten. Genau, das Wichtigste ist, dass wir freitags hier zusammensitzen und versuchen, Fragen zusammenzulösen. Dann ist der Lerneffekt für Sie nämlich größer. So, und wenn wir das dann abgehakt haben, Ihre Fragen so weit wie möglich beantwortet haben, dann teile ich Übungsaufgaben aus zu dem Thema der vorigen Vorlesung, die Sie dann in Gruppen von circa 4 Leuten bearbeiten und dann Ihren Lösungsvorschlag hier vorne präsentieren. Ich kontrolliere hier keine Anwesenheit. Ihre Anwesenheit hier freitags und auch das Präsentieren von Aufgaben ist nicht verpflichtender Teil Ihres Leistungsnachweises. Aber natürlich, die Aufgaben sind hundertprozentig relevant für die Klausur, für den Leistungsnachweis. Und ich werde keine Musterlösungen bereitstellen. Damit sollten Sie eigentlich genug Anreize haben, sich zu beteiligen, ab und zu mal was zu präsentieren. Und die Lösung, die Sie präsentieren, die wir dann dokumentieren und hochladen in Moodle, plus Anmerkungen aus der Diskussion von mir und Ihren Kommilitonen, quasi der Moodle-Thread zu einer Aufgabe, sollte am Ende die Musterlösung sein, eine quasi Musterlösung, ohne Gewähr. Warum sage ich quasi Musterlösung? Naja, es sind nicht alles Rechenaufgaben. Es wird auch offene Diskussionsfragen geben und klar, da gibt es keine Musterlösung. Jedes gültige Argument ist quasi gültig. So, ich habe schon mal kurz angesprochen, da Ihre Lösungsvorschläge für die Klausur relevant sind, ist es wichtig, dass wir sie dokumentieren. Wie machen wir das? Die allereinfachste Möglichkeit ist, wenn Sie schon während der Übung selber eine Datei anlegen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Ihr Netbook oder ein Tablet oder irgendwas schon dabei haben. Also das Einfachste, ich sage es ja, das Einfachste ist nicht das, was ich von Ihnen verlange. Das Einfachste wäre, wenn Sie schon bei der Bearbeitung der Aufgabe kurze Folien erstellen und am Beamer präsentieren, den ich dabei habe. Das hätte natürlich den Vorteil, dass es sehr leicht ist, Anmerkungen aus der Diskussion nachträglich einzufügen, bevor die Lösung hochgeladen wird.
Ja, ich wäre sehr dafür, wenn das Hochladen der Lösung direkt im Moodle-Forum geschieht, damit man später aufkommende Fragen dann direkt dort im Forum auch diskutieren kann. Genau, aber wenn es aus technischen Gründen nicht möglich ist, wenn nicht jeder von Ihnen, so wie ich, jeden Tag seinen Laptop mitschleppt, oder wenn Sie einfach nicht so gerne am Beamer präsentieren, dann ich werde dann auch ab nächste Woche jedes Mal einen Overhead-Projektor mit Folien und Stiften mitbringen. Genau, und diese beschrifteten Folien kann ich oder Sie, ich weiß noch nicht, weil, das habe ich noch nicht überlegt, können wir dann scannen und auch im Moodle-Forum hochladen. Ansonsten haben wir noch die ganz altmodische Methode, nämlich Tafel. Wir können auch die Tafel benutzen oder Sie können die Tafel für Ihre Präsentation benutzen. Ich habe auch immer Kreide dabei und dann müsste sich einfach irgendjemand von Ihnen bereit erklären, ja, das Tafelbild dann mit seinem iPhone zu dokumentieren und hochzuladen. Weil ja. Ich habe ziemlich viel zu schleppen und die Kamera, also meine Kamera ist relativ schwer und ich würde ungern noch zusätzlich die Kamera jeden Freitag mitbringen müssen. Das war das, was ich zum Vorlesungskonzept zu sagen hätte. Jetzt haben Sie vielleicht noch Fragen. Die Vorlesung ist angelegt auf 4 Semesterwochenstunden, heißt 90 Minuten Sprechzeit, 180 Minuten Sprechzeit. Also es wird keine 4 Stunden Vorlesung, sondern also 3 Zeitstunden Vorlesung. Ja, aber ja, klar muss man das einplanen, gebe ich Ihnen recht, aber Sie bekommen auch 6 ECTS für diesen Kurs hier, das heißt ein Workload von 180 Stunden in diesem Semester. Wie man das genau aufteilen könnte, werden wir gleich noch besprechen. Aber es stimmt, auf den ersten Blick ist das eine Zusatzbelastung, aber Sie müssen sowieso irgendwie 180 Stunden in diesen Kurs reinstecken und so ist sichergestellt, dass 180 Minuten davon relativ sinnvoll verwendet werden. Noch Fragen? Das heißt, es ist aber auf jeden Fall alles online verfügbar. Das heißt jetzt nicht unbedingt, also wäre jetzt nicht tragisch, wenn man jetzt freitags nicht kommen würde. Also man könnte im Internet sich alles angucken und anhören. Also auch die Fragen, die dann irgendwie besprochen werden. Ja, es wird alles online verfügbar sein. Wenn Sie mal freitags nicht kommen, ist es mir total egal. Tendenziell finde ich es natürlich immer besser, je weniger Leute da sind, weil Sie merken, wenn dieser Raum hier, ich bin jetzt schon heiser, wenn dieser Raum hier voll ist, dann, geht es einfach nicht, dass es ruhig ist. Weiß nicht. Ich war auch mal Student, ich weiß, wie das ist. Noch Fragen? Gibt es ein Moodle-Passwort? Nein. Ja, ich finde das unsinnig. Also ich sehe keinen Grund, warum ich irgendjemanden, der sowieso ein Uni-Kassel-Login hat, davon ausschließen sollte, im Moodle irgendwie die Sachen zu sehen. Ja, letztes Jahr gab es doch diese Gruppen, die dann irgendwie mal was präsentieren mussten und es wurde ja auch gemutet. Gibt es das dieses Jahr auch? Ob es dieses Jahr Gruppenarbeiten gibt? Dieses Jahr gibt es nur nicht benotete Gruppenarbeiten. Aber zum Leistungsnachweis, zur Klausur sage ich gleich noch was. Noch Fragen? So, dann zur Klausur. Die Klausur werden wir dieses Semester als elektronische Klausur durchführen. Eine elektronische Klausur hat mehrere Vorteile. Sie merken schon, ich versuche Ihnen das Konzept und so überhaupt zu verkaufen, auch wenn Sie gar keine Wahl haben. Ein Vorteil, weder ich noch Sie müssen uns um Leserlichkeit kümmern. Ja? Also ich hatte schon in den letzten Semestern mehrere Fälle, wo ich Leute zu mir ins Büro kommen lassen musste, um die Klausur nochmal leserlich abzuschreiben, weil ich es absolut nicht lesen konnte. Aber ich kann ja nicht einfach sagen, durchgefallen, weil ich nicht weiß, was da steht. Und das ist, ja... Es ist eine Zeitverschwendung für mich und für Sie.
Und wenn wir die Klausur elektronisch schreiben, dann ist das kein Problem. Vorteil für mich, ich kann 100% anonymisiert korrigieren. Also wenn Sie sich vorstellen, wenn ich eine normale Klausur korrigieren würde, wäre das hier mein Stapel. Ich nehme eine Klausur und ich sehe, aha, das ist der und der Name. Und keine Ahnung. Es ist schwer für mich, objektiv die einzelnen Aufgaben dann unabhängig von dem Namen zu korrigieren. Ja? Und wenn ich das elektronisch mache, kann ich das 100% mit Ausblendung des Namens machen, und zwar Aufgabe für Aufgabe. Das ist auf meiner Seite. Wo die Klausur geschrieben wird, die Klausur wird hier im E-Klausurenzentrum der Uni Kassel geschrieben. Es gibt einen extra Raum dafür mit 80 Laptops, der vom Service Center für Lehre betrieben wird und auch betreut. Und den habe ich schon gebucht. Ja, also es ist nicht so, dass Sie zu Hause sind. Das kann man theoretisch auch machen, aber das mache ich jetzt dieses Semester nicht. Noch eine Frage. Oh, im HIS steht ein anderer Klausurtermin, das muss ich ändern lassen. Danke für den... Ja, ja, das grundsätzlich für alles, was diesen Kurs betrifft, zählt das, was ich in der Vorlesung sage und was ich auf meinen Folien schreibe. Ja? Es kann ziemlich schnell auf HIS mal ein Missverständnis geben, es geht über 2-3 Stellen, bis die Kommunikation da ankommt. Genau. Und Sie sind ja sowieso automatisch in die Diskussionsforen in Moodle eingetragen. Das heißt, wenn ich irgendeine Nachricht rumschicke, kriegen Sie automatisch auch eine E-Mail. Ja? Das heißt, Sie sollten eigentlich auch immer up to date sein. Da hinten gab es eine Meldung. Die Klausur, das kann ich gerne vorlesen. Hier, 21.02. Wieso sagt mir das keiner? Es hat ganz schön lang gedauert, bis irgendjemand was gesagt hat. Okay, damit ich nicht durcheinander komme, mache ich einfach da weiter, wo eben die Frage aufkam. Den Termin sehen Sie ja hier. Es wird zum Teil Multiple-Choice-Fragen geben. Die sind natürlich 100% objektiv, korrigierbar für mich. Im E-Klausuren-Center gibt es sehr wenig Versuchungen für Sie abzugucken. Ich unterstelle natürlich keinem von Ihnen, dass Sie je abgucken würden in der Klausur. Aber im E-Klausuren-Center ist es wirklich unmöglich. Ja? Also die Laptops haben seitlichen Sichtschutz und die Aufgaben, die sie am Bildschirm haben, sind in randomisierter Reihenfolge und die Antworten in den Multiple-Choice-Fragen sind auch randomisiert. Es ist also sehr schwer abzugucken. Aber es ist natürlich für die meisten von Ihnen was ziemlich Neues, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal eine E-Klausur geschrieben hat. Deswegen, ich werde rechtzeitig eine ausführliche Infositzung dazu machen und zusammen mit Ihnen durchsprechen, wie genau der Ablauf dann sein wird. Denn ja, gerade bei der Klausur soll natürlich gelten, dass keinem ein Nachteil wegen technischer Aspekte entsteht. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt schon sagen, die Klausur wird ein Mix sein aus Multiple-Choice- und Essay-Fragen. Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen 10 Finger schreiben kann, aber mir wurde gesagt, ich darf es von Ihnen erwarten. Ganz ehrlich, googeln Sie kostenlos 10 Finger tippen und dann haben Sie es in 2 Tagen gelernt. So, die Termine, da gibt es eine Frage. Oder doch nicht? Ich glaube nicht. Termin habe ich wie folgt gebucht. Es gibt 2 Termine, einen für die erste Klausur und einen für die Nachholklausur. Die erste Klausur wird sein am 21. Februar. Sie haben 90 Minuten Bearbeitungszeit.
Und die Nachholklausur wird sein am 11. April von 9 bis 10.30 Uhr. Wichtiger Punkt, ich erlaube es grundsätzlich, dass Sie sich direkt zur zweiten Klausur anmelden. Ich weiß, Sie haben viele Klausuren zu schreiben und ich selbst habe das in meinem Studium auch immer sehr geschätzt, wenn ich die Möglichkeit hatte, direkt zum zweiten Termin zu schreiben. Aber ich möchte Sie auch auf das Risiko hinweisen, falls Sie sich dessen nicht bewusst sind, wenn Sie direkt zur zweiten Klausur erst kommen und da dann durchfallen, werde ich nicht für Sie extra einen dritten Termin einrichten, sondern müssen dann ein Jahr warten, um den Schein zu machen. Jetzt haben Sie vielleicht noch ein paar Fragen zur Klausur, zum Leistungsnachweis. Wenn nicht, machen wir einfach weiter mit dem Organisatorischen. Die Terminplanung sieht so aus, wir sind im Wintersemester, das heißt, es gibt keine langen Wochenenden mehr. 19.10. ist heute. Heute werde ich ein bisschen Vorlesungen hier machen, ja, weil wir können nicht eine Übungssitzung machen, ohne dass ich irgendwelchen Input gegeben habe. Und der Input, den ich Ihnen heute gebe, plus die Vorlesung von kommenden Montag, zusammen ist dann die Grundlage für die nächste Übungssitzung am 26. Ich kann jetzt schon Ihnen sagen, am 23. November fängt die Sitzung hier erst um 1 an. Da habe ich am Vormittag eine Weiterbildung, ein paar Häuser weiter. Da können wir erst um 1 anfangen. Und spätestens am 15. Februar wird es dann die ausführliche Infositzung zu den E-Klausuren geben. Ja? Ansonsten terminlich habe ich nichts zu sagen. Es gibt keine langen Wochenenden, es gibt eine relativ lange Weihnachtspause. Ich werde versuchen, dass wir das Kapitel, das wir vor der Weihnachtspause anfangen, dass wir möglichst vor der Weihnachtspause direkt ein Kapitel abschließen, damit das sinnvoll getrennt ist. Zu den Terminen gibt es eigentlich, denke ich, nicht viel mehr zu sagen, außer Sie haben noch Fragen. Dann zum Arbeitsaufwand. Das hier ist jetzt mal eine Beispielrechnung, wie man sich das vorstellen könnte. Ich weiß, jeder von Ihnen lernt anders und nicht jeder von Ihnen wird genau nach diesem Muster lernen. Aber das hier ist einfach für mich ein Gegencheck, ob das Konzept Sinn machen kann. Auf dem Papier bedeutet 6 ECTS, dass Sie 180 Arbeitsstunden in das Semester reinstecken. Die Vorlesung inklusive heute, das sind 15 mal 3 Zeitstunden, sind insgesamt 45 Stunden. Die Übung, das ist dann ab nächster Woche, also 14 mal 3 Stunden, das sind 42 Stunden. Und dann habe ich mal veranschlagt, dass Sie jede Woche nochmal die doppelte Zeit der Freitagssitzung reinstecken in Nachbereitung. Ja, ich weiß, es wird wenige Leute von Ihnen geben, die jede Woche 6 Stunden da reinstecken. Was wäre jetzt hier, und wenn man das zusammenzählen, kommen wir dann ungefähr auf 177 Stunden, oder genau auf 177 Stunden, was ziemlich genau dem Arbeitsaufwand entspricht. Und ich musste noch nicht mal jetzt hier extra Klausurvorbereitungsaufwand reinstecken, weil Sie ja theoretisch jede Woche 6 Stunden nachholen. Was wir jetzt hier nicht berücksichtigt haben, ist die Tatsache, dass jeden Winter mindestens 1 bis 2 Mal irgendein fieser Virus aus dem Kindergarten oder aus der Schule mich flachlegt. Und ich habe festgestellt, dass es relativ schwer ist, eine Zeit zu finden, um eine Vorlesung nachzuholen, wo wir alle zusammen nochmal 4 Stunden irgendwo zusammensitzen können. Wenn es irgendwie geht, werden wir versuchen, dann solche ausgefallenen Sitzungen nachzuholen.
Aber wenn nicht, bedeutet das natürlich, dass Sie einen geringeren Workload nochmal haben. Ja, haben Sie hierzu noch Anmerkungen? Dann sage ich Ihnen vorab jetzt schon mal ein bisschen was zur Literatur. Grundlagenliteratur. Theoretisch sollten Sie alle die ÖHR1 schon mal gehört haben, also die Sachen hier vielleicht schon kennen. Aus meiner Sicht die beste grundlegende Quelle ist das Lehrbuch von Kuter und Julen, Law and Economics. Es gibt es inzwischen in der 5. oder 6. Auflage. Es kann sein, dass es inzwischen schon eine 6. Auflage gibt. Aber die 3. Auflage gibt es kostenlos zum Runterladen. Habe ich Ihnen hier verlinkt. Und das Wichtigste für Sie ist wahrscheinlich, dass es auf Englisch ist. Ja. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, fast alles, was ich Ihnen an Literatur in diesem Kurs gebe, wird Englisch sein. Kann sein, dass Sie das nicht gewohnt sind, aber es gibt in den Wirtschaftswissenschaften keine Alternative. Eine Ausnahme ist natürlich das deutschsprachige Lehrbuch von Schäfer und Ott. Aber wenn Sie da schon mal reingelesen haben, dann wissen Sie, Lehrbücher auf Deutsch sind was anderes als Lehrbücher auf Englisch. Die englischsprachigen Lehrbücher, da bemühen sich die Autoren tatsächlich, das aufzuarbeiten und gut zu erklären. Auf Deutsch ist es ein institutionelles Problem, ist es meistens nicht gegeben. Trotzdem ist das hier auch eine grundlegende Quelle, gerade für zivilrechtliche Themen. Das Buch von Schäfer und Ott. Es ist aus dem Springer Verlag und das können Sie aus dem Universitätsnetz hier jederzeit komplett runterladen. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Habe ich Ihnen hier verlinkt. Genau. Und zu den einzelnen Kapiteln wird es dann diverse Aufsätze geben, die ich Ihnen dann alle auf Moodle auch bereitstellen und verlinken werde. Und wie gesagt, die werden hauptsächlich auf Englisch sein, weil es fast keine Alternativen gibt. Was nicht bedeutet, dass Sie nicht selbstständig auch was finden können, was auf Deutsch ist. Ja? Kann man sich die Folien auch ausdrucken als die Vorlesung? Die Vorlesungsfolien können Sie sich ausdrucken, klar. Weil die auch Video sind, also die sind parallel auch. Ich lade ein Video hoch und auf Moodle lade ich Ihnen auch die PDFs hoch. Klar. Aber sind dann die Aufsätze praktisch dann zu den Vorlesungsfolien ergänzend oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das. Ob die Aufsätze ergänzend sind? Ja, oder ob, das, ob die Aufsätze dann einfach nur noch das erklären, was in der Vorlesung gemacht wurde? Oder? Eher umgekehrt. Ich bereite Ihnen ein bisschen auf, was in dem Aufsatz drinsteht. Das ist quasi die inhaltliche Grundlage von dem, was ich Ihnen erzähle. Ja, also quasi meine Vorlesung ist so ein bisschen was wie eine Lesehilfe für die Aufsätze. Aber die Folien sind schon auf Deutsch dann? Die Folien sind auf Deutsch. Sorry, wenn das nicht klar rübergekommen ist. Wobei, also Sie sehen es ja eigentlich. Noch Fragen? So. Gliederung, Inhalte. Ich kann jetzt schon sagen, was die Inhalte angeht, steht noch nicht alles hundertprozentig. Das ist jedes Semester so. Das ist so ein Stück weit organisch. Es hängt auch immer von dem jeweiligen Kurs ab. Genau, das ist nicht, weil ich die Vorlesung zum ersten Mal halte, sondern weil ich jetzt noch, ich weiß noch nicht genau, wo ich den Akzent dieses Semester setzen möchte. Das hängt auch ein bisschen von Ihren Interessen ab. Ich bin da relativ flexibel. Es ist nicht so, dass es irgendwie eine ÖHR-Bibel gibt, wo steht, nach dem einführenden Kurs ÖHR1 muss man die und die Inhalte abarbeiten. Hier in der ÖHR2 sind wir relativ flexibel, was die Inhalte angeht. Es geht darum, dass Sie auf der ÖHR1 aufbauen und das, was Sie kennengelernt haben, anwenden.
Auf jeden Fall gilt das Gleiche wie für die ÖR1, dass ich mikroökonomische Kenntnisse voraussetze. Sie alle sollten mindestens einen Kurs in Mikro schon mal gehört haben. Das heißt, ich erwarte, Sie wissen, wie man eine Ableitung bildet. Ich erwarte, dass Sie wissen, wie man Gewinnmaximum berechnet, Kurven grafisch interpretieren, all solche Sachen. Und natürlich alles, was in der ÖR1 gemacht wurde, setze ich weitestgehend voraus, was nicht heißt, dass ich nicht auch mal ein paar Sachen wiederholen werde. Ja? Also ich setze schon voraus, dass Sie wissen, was das Coase-Theorem ist. Und was ich Ihnen jetzt, die Grundidee inhaltlich für die Vorlesung dieses Semester ist, in der ÖR1 haben Sie hauptsächlich Theorien behandelt. Ja? Also es gab schon ab und zu vielleicht mal Case Studies, aber hauptsächlich die Inhalte waren theoretisch. Theoretischer Natur, mikroökonomischer, spieltheoretischer Natur. Ich persönlich forsche gerne auch empirisch. Und es ist aus meiner Sicht total wichtig, dass Sie beides auch mal gesehen haben. Wenn Sie irgendwas aus dieser Vorlesung mitnehmen, dann ist es, möchte ich, dass es, dass Sie halt mitnehmen, wie man empirisch auf rechtliche Fragen schauen kann. Ja, also wenn, das ist vielleicht die Take-Home-Message der ganzen Vorlesung. Wie kann man empirisch Fragen aus der ÖRR betrachten? Das kann sich auf Inhalte der ÖRR1-Vorlesung beziehen, muss aber nicht. Ne? Also ökonomische Analyse des Rechts ist ein unglaublich breites Feld. Man kann quasi über alles da reden. Beispielhaft habe ich mal hier aufgetragen, was wir in den vorherigen Semestern immer mal gemacht haben. Vorab, Schadensrecht finde ich persönlich langweilig. Deswegen meistens Schadensrecht machen wir nicht so viel. Aber Schadensrecht und Eigentumsrechte überlappt sich relativ stark, zumindest aus ökonomischer Sicht. Deswegen kann es sein, dass wir ab und zu mal da was einfließen lassen. Das Thema Eigentumsrechte ist immer relativ groß bei mir. Nicht, weil ich das Coase-Theorem besonders spannend finde, sondern weil ich das Thema intellektuelle Eigentumsrechte sehr spannend finde. Und ich denke, für viele von Ihnen ist es auch ein interessantes Thema. Ja, also intellektuelle Eigentumsrechte ist ein sehr modernes Thema, aber die ökonomische Forschung ist da jetzt noch nicht so riesig und ich behandle das Thema eigentlich sehr gerne. Ne? Besonders in Richtung so Open Source. Was bedeutet das aus Sicht von Eigentumsrechten? Und ein anderes Thema, das ich relativ ausführlich behandelt habe bis jetzt, ist Transaktionskosten und Governance. Vielleicht können Sie sich da jetzt nicht so viel darunter vorstellen, aber im Prinzip geht es darum, die Grundfrage ist, hat Coase in den 30ern schon gestellt, warum gibt es überhaupt Firmen? Wenn Märkte so toll sind und wenn Märkte effizient sind, dann könnte doch eigentlich jeder eine einzelne Dienstleistung auf dem Markt anbieten und alles würde auch über den Markt abgewickelt. Und warum gibt es da überhaupt Firmen? Firmen sind ja irgendwie hierarchische Gebilde mit Weisungsketten und wochenlang dauert es, bis E-Mails beantwortet werden. Und warum gibt es diese ineffizienten Organisationen? Und die Antwort ist natürlich Transaktionskosten. Märkte sind nicht perfekt. Märkte haben Transaktionskosten. Und für manche Aktivitäten kann es sich lohnen, eine Firma zu haben. Also manche Aktivitäten lassen sich besser in einer Firma abwickeln als rein über den Markt. Und das ist eigentlich die Grundfrage, um die es in dem Thema Governance geht. Also in BWL-Sprache wäre das sowas wie Make or Buy. Es klingt schicker, wenn ich sage, die Firma als Geflecht von Verträgen. Eigentumsrechte und Vertragsrecht sind so die beiden großen Pfeiler, die ich bis jetzt immer behandelt habe. Und wahrscheinlich werde ich es dieses Semester auch so machen, aber ich würde mich ungern jetzt da schon festlegen. Dazu Fragen?
Dann, bevor wir in den Inhalt übergehen, vielleicht noch ein kleines Wort zur Terminologie. Einfach nur, weil ich das alles synonym benutzen werde. Ökonomische Analyse des Rechts, dazu kann man auch Rechtsökonomik sagen, zum Beispiel, wenn man einen Namen für eine Mastervorlesung sucht. Man kann es auf Englisch auch Law and Economics nennen oder auch Economic Analysis of Law. Es ist alles das Gleiche, aber viel wichtiger, es ist ungefähr das Gleiche wie Institutionenökonomik. Ich selber komme eher aus der Richtung Institutionenökonomik und in der Institutionenökonomik geht es auch um rechtliche Regeln, aber eigentlich um alle Regeln, die menschliches Handeln beeinflussen. Ja, das heißt, ganz arrogant gesagt könnte man sagen, die ökonomische Analyse des Rechts ist ein Teilgebiet der Institutionenökonomik. Aber einfach nur, damit Sie wissen, ab und zu werde ich den Institutionenbegriff einwerfen, damit Sie nicht denken, das ist irgendwie was komplett anderes. Das ist ein sehr ähnliches Gebiet. So, bevor wir in den Inhalt der Vorlesung einsteigen, haben Sie organisatorische Fragen noch irgendwelcher Art? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine 5 Minuten Pause und machen um 10 vor 1 weiter.